Die Operation Aderlass ist eine von Anfang an eine sehr interessante und spannende Geschichte gewesen, in der sich praktisch täglich neue Wendungen ergeben und in der längst nicht alle Kapitel geschrieben sind. Wenn ich jetzt ein bisschen über dieses Verfahren berichte, werden Sie viele Fakten hören, die Sie schon kennen. Sie werden hoffentlich ein paar Fakten bekommen, die Sie interessieren, die Sie neu finden, aber es werden sicher auch ein paar Fragen offen bleiben. Am 17.01.2019 zwischen 16 und 17 Uhr ist in der ARD ein Beitrag ausgestrahlt worden mit dem Namen Gier nach Gold. In diesem Beitrag hat der österreichische Skilangläufer Johannes Dürr berichtet, in den Jahren 2013 und 2014 Eigenblutdoping betrieben zu haben, unter anderem auch auf deutschem Staatsgebiet. Es soll eine Raststätte am Irschenberg betroffen gewesen sein, Hotels im Stadtgebiet und am Flughafen in München und Oberhof in Thüringen. Wir haben uns diesen Beitrag angeschaut und haben dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zunächst gegen Unbekannt, wegen des Verdachtes des unerlaubten Anwendens verbotener Methoden nach dem WADA-Code. Praktisch gleichzeitig ist eine Anzeige von der Nationalen Anti-Doping-Agentur gegen Unbekannt wegen möglicher Verstöße gegen das Arznei- oder Anti-Doping-Gesetz eingegangen. Da hier überregionale Ermittlungen im Raum standen, ging es erstmal darum, eine Polizeidienststelle zu finden, die da mit den Ermittlungen betraut werden konnte. Ich habe dann mit dem Zollfahndungsamt in München, dem Dienstsitz in Lindau, Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie bereit sind, diese Ermittlungen zu übernehmen, haben zu meiner großen Freude sofort zugesagt und haben, um das hier an dieser Stelle auch mal zu unterstreichen, in der Folge hervorragende Arbeit geleistet. Und so war sowohl der Dienstsitz in Lindau als auch dann beim Zugriff in Erfurt, der Dienstsitz in Nürnberg und das Zollfahndungsamt München Haupthaus. Es ist total wichtig, eine funktionierende und effektive Ermittlertruppe zu haben, um dann überhaupt solche Maßnahmen ergreifen und durchführen zu können. Insbesondere beispielsweise die Ermittlung der Garage in Erfurt oder die Tatsache, dass wir dann uns bekannt geworden ist, dass die Beschuldigten sich während der WM in Seefeld dort auch befinden werden, beruht auf der aufmerksamen Begleitung der operativen Maßnahmen durch die Beamten vom Zollfahndungsamt München. Nachdem klar war, dass weitere Informationen nur über den Herrn Dürr zu erreichen sein werden, bin ich dann nach Innsbruck gefahren, habe mich am 22.01. dort mit dem Staatsanwalt und Kollegen vom BKA in Wien getroffen. Und am 23.01.2019 ist der Zeuge Dürr dann vernommen worden. An dieser Stelle auch nochmal meine Dank an die österreichischen Behörden, an die Staatsanwaltschaft in Innsbruck, an das Bundeskriminalamt in Wien. Es wäre ohne den immensen Einsatz, der gerade in Umsetzung der von uns erbetenen Rechtshilfemaßnahmen dort gelaufen sind, nicht möglich gewesen, innerhalb von nur 6 Wochen oder nicht mal 6 Wochen nach dem Interview eine so erfolgreiche Aktion auf die Beine zu stellen. Der Zeuge Dürr hat dann in seiner Vernehmung am 23.01.2019 bestätigt, dass die Angaben, die er in dem ARD-Beitrag gemacht hat, der Wahrheit entsprechen. Er hat gesagt, dass in mindestens 7 Fällen Blutentnahmen oder Blutrückführungen bei ihm durchgeführt worden sind, die in der Autobahnraststätte im Hotel Irschenberg, 2 Hotels in München, an die sich nicht näher erinnern konnte, einem Hotel am Flughafen in München, in Oberhof, einem nicht bekannten Ort in der Tour de Ski und in Innsbruck vor und während der Olympischen Spiele in Sochi an ihm vorgenommen worden sind. Er hat auch den Namen der Person benannt, die diese Behandlung an ihm durchgeführt haben. Er hat einen deutschen Arzt benannt, der dann in der Folge Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I geworden ist. Wir haben über das Amtsgericht München Beschlüsse erwirkt und diverse operative Maßnahmen eingeleitet. Zu unserer Überraschung haben wir praktisch mit dem ersten Tag der Umsetzung der Beschlüsse relevante Gespräche wahr- und feststellen können. Wir hatten ja nur eine alte Telefonnummer, die auch nicht besonders auf irgendwelche Alias-Personalien vergeben war. Hatten also da zunächst nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber praktisch mit dem ersten Tag schon ein Gespräch zwischen dem Hauptbeschuldigten und einem Bekannten, nachdem sie sich über eben diesen Beitrag mit Johannes Dürr unterhalten haben und
Der Bekannte wohl gesagt hat, er hat den Beitrag auch gesehen und sagt dann der Hauptbeschuldigte, ja, aber der hat ja keine Namen genannt. Und dann sagt er der Gesprächspartner, ja, aber das ist ein Umfaller. Dann nennt den Namen bestimmt und dann sagt der Hauptbeschuldigte, ja, ist kein Problem, er hat eh schon Sachen geschreddert. So ging es dann im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen weiter. Die haben sich dann auf weitere Personen ausgedehnt, die dann im Auftrag und Absprache mit dem Hauptbeschuldigten sich in diverse Länder Europas begeben haben und nach den verdeckten Maßnahmen der Verdacht bestand, dass dort hier Blutdoping-Praktiken durchgeführt werden. Es waren also hier konkret 2, 3 weitere Personen, die unter anderem sich nach Schweden, nach Slowenien und nach Norditalien begeben haben, um solche Praktiken durchzuführen. Weiterhin konnte im Rahmen der Ermittlungen dann festgestellt werden, dass E-Mails vorgelegen haben, nachdem der Hauptbeschuldigte 2 Objekte in Seefeld angemietet hatte, und zwar genau während des Zeitraums, an dem dort die nordische Ski-WM stattgefunden habe, ein Hotelzimmer und ein Apartment, sodass es nach den Erfahrungen, die wir bis dahin gewonnen hatten, äußerst interessant war, hier weiter ermitteln zu können. Wir haben dann im Rechtshilfeweg mit den österreichischen Kollegen entsprechende verdeckte Maßnahmen bezüglich der Objekte in die Wege geleitet. Wir haben dann, als klar war, dass die Beteiligten auch in wechselnder Zusammensetzung sich tatsächlich nach Seefeld begeben würden, auch sonstige operative Maßnahmen gegen diese Personen in die Wege geleitet. Und Sie müssen sich vorstellen, das war dann tatsächlich eine Geschichte von wenigen Stunden nach Bekanntgabe der Telefonnummer dann im Rechtshilfeweg über europäische Ermittlungsanordnung und dann in Österreich die Telefonanschlüsse aufgeschalten. Das lief also reibungslos, wirklich unglaublich schnell. Und hat dann dazu geführt, dass zum einen sich der Tatverdacht gegen die Personen weiter erhärtet hat und wir ziemlich sicher waren, dass am 27.02.2019 in Seefeld dort 4 Sportler nacheinander gedopt werden sollen. Da hat am Nachmittag ein 15 Kilometer Langlauf stattfinden sollen und diese 4 Personen waren praktisch angekündigt, hatten Termine sich vergeben lassen, dass wir also sehr, sehr sicher waren, dass dort was stattfinden würde. Wir haben dann Haftbefehle erwirkt gegen die 4 Beschuldigten, die diesem Kreis zuzurechnen sind. Untersuchungsbeschlüsse für 9 Objekte in Erfurt, die Praxis des Arztes, Wohnhaus, die Garage, die inzwischen bekannt geworden ist, und weitere Objekte, sowie die 2 Objekte in Seefeld, das Hotelzimmer und das Apartment. Diese Beschlüsse sind am 27.02.2019 vollzogen worden. Ich habe in den letzten Tagen mir nochmal überlegt, was für ein unglaubliches Timing das war mit der Maßnahme im Hinblick auf diese 10-Jahres-Feier heute. 27.02.2019, Zugriff, die Anordnung des Ministeriums, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zum 01.03.2009, also 2 Tage später vor 10 Jahren, einzurichten, stammt vom 25.02.2009, 2 Tage vor der Geschichte. Also wie es läuft, ja, unglaublich. Wenn es läuft, dann läuft es. Wir haben dann in Erfurt die vier in Erfurt und in Seefeld Verdächtigen festnehmen können. Die österreichischen Kollegen haben, dazu will ich am Schluss noch was sagen, die sich um die Sportler gekümmert, die dort vor Ort gedopt waren. Und wir konnten eine der Beschuldigten praktisch auf frischer Tat ertappen. Ich meine, es ist ja leider dann auch durch die Presse gegangen mit dem Video von Max Hauke. Also praktisch mit der Nadel im Arm auf frischer Tat betroffen, weil wir halt vorher schon wussten genau, was, wann und wo passieren wird. Die Ermittlungen haben seitdem angedauert. Wir haben unter anderem auch eine Garage in Erfurt durchsucht. Ich habe jetzt ein paar Bilder. Mit dem Zollverhandlungsamt München, Dienstsitz Lindau zusammen vorbereitet. Ich habe das so verstanden, dass Sie dann auch dann per E-Mail über... Ja,
hatte ich vorher schon angekündigt, diejenigen, die diese Bilder dann haben möchten, bitte einfach eine E-Mail an die Pressestelle schicken. Ich sende sie Ihnen dann zurück, aber ich brauche sozusagen die besondere Anforderung durch Sie. Also die ganze Aktion hat Operation Aderlass geheißen. Sie sehen hier auf diesen ersten beiden Bildern eine Ansicht von der Tiefkühltruhe, in dem Blutbeutel tiefgefroren aufbewahrt worden sind. Die genaue Anzahl weiß ich nach wie vor nicht. Es dürften so zwischen 40 und 50 Stück sein. Diese befinden sich derzeit mit der Tiefkühltruhe beim Landeskriminalamt, wo zunächst die ganzen Geräte spurentechnisch untersucht werden sollen, um sie dann versuchten zu trennen und dann auch entsprechende Blutanalysen durchzuführen. Wie der Stand aktuell ist, kann ich heute nicht sagen. Auf der rechten Seite das Waschbecken im Apartment in Seefeld. Oben drin zwei Blutbeutel zum Auftauen, die dann dazu vorgesehen waren, an dem Athleten, der dort schon auf der Couch saß, auch noch in seinen Körper eingeführt zu werden. Wenn wir sehen, das sind also hier jeweils 500 Milliliter Packungen. Also man weiß, was das für eine große Menge Blutes ist, das dann in den Körper hatte vor dem Wettkampf eingeführt werden sollen. Nochmal das Waschbecken, rechts die Couch, dieses Apartment, ja, Rüstzeug, um den Blutbeutel dann, das Blut in den Blutbeutel wieder reinfundieren zu können. Die Garage in Erfurt, eine Anlage mit mehreren Garagen, also es war nicht die Garage an einem Einfamilien- oder einem Hausanschluss, sondern es war eine quasi Lagerhalle, Lagergaragen, eine Vielzahl. Im hinteren Bereich dann ein Verschlag, gebaut vom Hauptbeschuldigten selbst, wie er voller Stolz gesagt hat. Im hinteren Verschlag, wenn Sie hier sehen, zwei Kühlschränke, rechts ein großer Tiefkühlkühlschrank mit einer Kapazität bis auf minus 80 Grad. Dieser Tiefkühlschrank ist im August 2015 vom Beschuldigten akquiriert worden. Dieser Kühlschrank ist in anderer Sache von den Ermittlungsbehörden übersehen worden und dann in den Besitz des Beschuldigten gelangt. Links ein weiterer Kühlschrank, der von früher im Jahr 2010 von einem österreichischen Staatsangehörigen abgekauft worden ist mit weiteren Geräten, der in Österreich zu diesem Zeitpunkt wegen Blutdopings verurteilt worden war oder vor kurzem verurteilt worden war. Minus 79 Grad, wie gesagt, der eingestellt. Das sind also hier die einzelnen Fächer durchfotografiert. Sie können die Lagerungsbedingungen der Blutbeutel sehen. Wir wissen, dass die Blutbeutel mit diversen Kürzeln und Tarncodes versehen waren und sind dann noch dabei, die zu entschlüsseln. Das ist ein Gerät, um die Blutkomponenten zu trennen. Beim Blutdoping geht es ja darum, die roten Blutkörperchen von den weißen Blutkörperchen zu trennen. Die roten Blutkörperchen werden separiert, werden gesichert und tiefgefroren. Die weißen Blutkörperchen, das Blutplasma, wird dann wieder zurückgeführt in den Körper des Athleten. Und zuerst wird quasi durch Entnahmen eine Blutbank angelegt mit roten Blutkörperchen, die dann im Rahmen einer Saison dann in dem Athleten wieder zugefügt werden. Dieses Gerät hat eine relativ lange Geschichte, ist nämlich ein Gerät, das in jenem erwähnten Verfahren sichergestellt war. An dem hat auch schon der österreichische Kollege operiert. Das Gerät konnte damals von der Justiz nicht eingezogen werden, weil, hat mir gestern der Kollege noch gesagt, weil keine entsprechenden Einziehungsvorschriften vorgelegen haben, musste also an den Beschuldigten herausgegeben werden. Er hat versprochen, das gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen und hat es dann für 50.000 Euro mit den anderen Geräten an unseren Hauptbeschuldigten verkauft. Das ist ein weiteres Gerät neueren Bauarts, nachdem das Equipment nicht mehr hergestellt hat, musste sich im Jahr 2018 ein neues derartiges Gerät zulegen. Ein Gerät zum Auftauen. Diese Blutbeutel müssen in einer relativ auffälligen Prozedur, die können nicht quasi in die Mikrowelle reingelegt werden, sondern müssen von minus 80 Grad langsam runtergetaut werden. Das dauert also einen gewissen Zeitraum, bis da jeder Blutbeutel aufgetaut ist. Ein weiteres Gerät zur Blutabnahme, in der Garage sichergestellt, ein Gerät, um die Schläuche
luftdicht zu verschließen und aneinander zu schweißen. Und hier doch diverse weitere Fotos aus der Garage mit Utensilien zum Blutdoping, wie Natriumchloridlösungen, Lösungen, um es zu konservieren, Lösungen, um es möglich zu machen, dass die auf minus 80 Grad tiefgekühlt werden können. Blutbeutel, Leer, Schläuche, alles Mögliche. Also hier auch. Genau, das wäre es mal insoweit. Die Ermittlungen sind in der Folge fortgeschritten, haben sich praktisch täglich neue Ansatzpunkte, neue Erkenntnisse ergeben. Der Hauptbeschuldigte ist inzwischen vernommen worden von mir und von den Kollegen vom Zollverhandlungsamt und den österreichischen Kollegen. Sie werden verstehen, dass aus ermittlungstaktischen Gründen hier ich keine Angaben darüber machen kann, was der Hauptbeschuldigte gesagt hat. Insbesondere auch nicht dazu, welche Athleten konkret betroffen sind oder aus welchen Nationen diese stammen. Die Angaben sind äußerst umfangreich, müssen aber erst auf ihre Stichhaltigkeit, auf ihre Glaubhaftigkeit, auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. Es sind Namen von Personen Gegenstand der Ermittlungen, die bislang nichts davon wissen, dass sie hiervon umfasst sind. Das jetzt hier zu eröffnen, würde den Ermittlungserfolg gefährden, weil ja da auch noch weitere Maßnahmen anstehen. Nicht zuletzt müssen auch die Belange der österreichischen Kollegen hier ein bisschen beachtet werden, die ja auch selber Verfahren in diesem Zusammenhang führen. Also ich bitte dafür, Verständnis zu haben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass zum derzeitigen Stand der Ermittlungen Eigenblutdoping an 21 Athleten und Athletinnen ermittelt werden konnten. Diese stammen aus 8 verschiedenen europäischen Nationen. Der Zeitraum erstreckt sich von Ende 2011 bis zur WM in Seefeld in 2019. Es haben wohl eine dreistellige Anzahl von Fällen, von Blutentnahmen, Rückführungen stattgefunden, weltweit, also in Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Finnland, in Estland, in Kroatien, Slowenien, aber auch in Südkorea und auf Hawaii. Es sind 5 verschiedene Sportarten betroffen, von denen 3 dem Wintersport zugerechnet werden können. Was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass vorgestern in Erfurt eine 5. Person aus dem, nennen wir es mal, Netzwerk um den Hauptbeschuldigten festgenommen worden ist und sich aktuell in Untersuchungshaft befindet. Dieser 5. Person liegt zur Last, Blutbeutel transportiert zu haben und auch Blutdoping selbst, Blutentnahme, Rückführungen durchgeführt zu haben. Eine Person, die keine medizinische Ausbildung genossen hat, sondern die das Stechen mit dem Prinzip Learning by Doing gelernt hat. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle noch 2, 3 Sachen zu der Gefährlichkeit, das auch meine Vorredner schon gesagt haben, zur Gefährlichkeit des Blutdopings sagen. Sie haben gesehen, dass das ja alles recht ordentlich ausgesehen hat, offensichtlich hochwertige Geräte verwendet werden und auch diese Praktiken durch einen Arzt zumindest betreut worden sind. Also man könnte den Eindruck haben, dass alles ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Lassen Sie mich dazu ein paar Bemerkungen machen. Aus den Fotos von dem Apartment in Seefeld haben Sie ja gesehen, dass da nicht immer sterile Bedingungen geherrscht haben, wenn man sich die Couch angeschaut hat oder die Lagerung in dem ganz normalen Waschmittel.
Es haben, das haben die Ermittlungen gegeben, hier Personen Blutentnahmen und Rückführungen durchgeführt, die keine medizinische Ausbildung haben, sondern völlig auf völlig anderen Bereich tätig sind. Es haben sich Ansätze ergeben, dass in zumindest einem Fall Präparate angewendet worden sind, ohne zu wissen, was überhaupt drin ist. Es wurde also, was einzig bekannt war, dass es sich um ein irgendwie Hämoglobinpulver handelt, aber es war weder die Wirkung noch die Nebenwirkungen sonst was bekannt, und es wurde dann ein Sportler ausgewählt, an dem dieses Produkt ausprobiert werden sollte. Als sich dann die entsprechenden Nebenwirkungen eingestellt haben, hat man dann davon abgesehen, das Produkt weiter zu beziehen. Ein Sportler ist in Observationen aufgefallen, nach der Blutdopingbehandlung aus einem Objekt rauskommend, wie unter Betäubungsmittel stehen. Das Erste, was er gemacht hat, beide Arme bis zu den Schultern in den Schnee gesteckt. Offensichtlich, weil der Kreislauf, wo die Temperaturen so hoch gefahren sind, dass er erstmal kühlen musste. Und wir wissen aus den Ermittlungen, dass die Personen bei Langstreckenflügen, etwa nach Pyongyang oder nach Hawaii, so als Eigenblut-Bodypacker unterwegs waren. Man hat nämlich diesen Personen dann ihr eigenes Blut vor Beginn des Fluges injiziert, also ein Liter Blut zusätzlich. Sie wissen, wie das ist in Flugzeugen mit der Enge. Wenn man dann mit den 6 Litern Blut im Ohnehin im Körper hat, dann nochmal einen Liter zugeführt bekommt vor dem Flug, ist es nicht ungefährlich. Man hat dann zwar Thrombose-Prophylaxe mit zugegeben, aber insofern sicher nicht medizinisch in Ordnung. Also lassen Sie mich das einfach zum Thema Gesundheitsgefährdung durch Blutdoping oder durch das Doping allgemein ergänzen. Vielen Dank. Bei 2018. Ja, kann ich schnell fertig machen und dann? Ja. Hab's auch gleich. Die anderen Personen haben in Deutschland noch keine Angaben gemacht. Eine 48-jährige deutsche Staatsangehörige befindet sich noch in Auslieferungshaft in Österreich. Sie hat sich der Auslieferung widersetzt. Das wird wohl eine Zeit lang dauern. Ein 66-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am letzten Freitag hier nach Deutschland ausgeliefert worden. Befindet sich jetzt hier in Untersuchungshaft. Der Hauptbeschuldigte und seine beiden Unterstützer ohnehin. Ja, also ich erwarte hier, das ist natürlich nicht, dass der Abschluss der Ermittlungen ist, die noch eine Zeit lang andauern werden. Wir haben es gestern wieder vernommen und haben in dem Zusammenhang E-Mails vorgehalten, eines Sportlers, die 1200 Seiten haben im Gesamtumfang, und das ist nur einer von diesen Sportlern. Also Sie können sich vorstellen, dass da noch einige Arbeit vor uns liegt. Vielen Dank. Jetzt lassen wir sehr gerne Fragen zu. Bitte sehr. Nils Graben, ZDF Sport. Herr Gräber, Sie haben gesagt, 21 Athleten aus 8 verschiedenen europäischen Nationen, natürlich liegt die Frage nahe, sind auch Deutsche darunter? Diese Frage möchte ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantworten, mit Rücksicht auf die von mir angesprochenen ermittlungstaktischen Erwägungen. Sie haben gesagt, Moritz Leikamp von der Bild-Zeitung, Entschuldigung, Sie haben gesagt, eine dreistellige Anzahl von Bluttransfusionen hat stattgefunden. Wie groß ist dann die Anzahl an Sportlern, die da dahinter steckt? Ja, also Sportler sind diese 21 Ermittelten, und an diesen 21 ermittelten Sportlern ist eine sicher dreistellige Zahl. Sie müssen sich vorstellen, dass da vor einer Saison je nach Sportart zwischen 2 bis 5 Liter Blut entnommen wird. Die können natürlich nicht auf einmal entnommen werden, sondern werden nach und nach. Und die werden dann im Rahmen der Sportveranstaltungen vor den Rennen, vor den Wettbewerben wieder zugeführt. Teilweise war es auch so, dass die praktisch dann früh zugeführt haben und nach dem Wettkampf wieder abgenommen haben, einfach um die Dopingkontrollen etwas zu umgehen, sodass also hier an einem Sportler im Rahmen einer Saison alleine, ja, kann man sagen, 10 bis 15 solche Blutdoping-Praktiken durchgeführt wurden. Und wenn man das dann hochrechnet, ist man sicher im dreistelligen Bereich. Frank Hollmann vom ARD-Hörfunk. 2 Fragen, Herr Gräbert. A, wie groß ist dieser Fahndungserfolg im Vergleich zu anderen, die Ihnen weltweit bekannt sind im Kampf gegen Doping? Und B,
Können Sie eine Summe ungefähr skizzieren, wo der Profit liegt für diejenigen, die damit handeln? Sie haben gerade gesagt, da wurden 50.000 Euro allein für die eine Maschine ausgegeben. Die Täter machen das ja auch, um Profit damit zu machen. Haben Sie da ungefähr eine Vorstellung, in welchen Größenordnungen sich das bewegt? Der Hauptbeschuldigte hat sich seine Dienste mit 4.000 bis 12.000 Euro pro Athlet pro Saison bezahlen lassen. Wenn man jetzt mal diese 21 Athleten nimmt und mit 5.000 Euro schlank rechnet, sind es 100.000 Euro pro Saison. Je mehr Saisons er dann diese Athleten betreut hat, entsprechend steigt dann der Verdienst. Also der hat schon seinen Schnitt gemacht. Zur Einordnung des Erfolges, naja, also mir ist jetzt in Deutschland zumindest kein vergleichbarer Fall eingefallen, auch kein Fall, bei dem die Beweislage so grandios ist wie in diesem Fall. Es wird ja immer gerne mit Fuentes verglichen. Da kann man sagen, Fuentes waren es mehr Blutbeutel, also ist unser Fall nicht so groß. Auf der anderen Seite werden wir vielleicht mehr Sportler ermitteln als bei Fuentes, also ist schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass das eine relativ große Geschichte ist. Frank Schneider von BILD. Herr Gräber, der Hauptbeschuldigte hat in seiner Praxis in Erfurt auch Jugendsportler betreut. Gibt es Anzeichen, dass auch diese jüngeren Sportler mit in diesem System drinsteckten? Insoweit haben wir keine Ermittlungen, keine Ansätze bis jetzt gewinnen können. Christian Kunz von der DGA. Können Sie was über das Verwandtschaftsverhältnis oder Arbeitsverhältnis der fünf Beschuldigten sagen? Ja, ich meine, das ist ja relativ bekannt jetzt schon geworden. Also insofern, ich würde einfach dabei belassen, dass ich insoweit dann keine weiteren Erkenntnisse dazu jetzt preisgebe. Gerald Stolper, Salzburger Nachrichten. Herr Gräber, gibt es Hinweise auf weitere österreichische Sportler, die noch nicht bekannt sind? Und können Sie die anderen Sportarten konkret benennen? Sie haben von drei Wintersportarten gesprochen, es fehlen noch zwei andere. Mhm. Und hat Herr Schmidt auch weitere Mittäter allenfalls genannt? Also sehen Sie noch sozusagen eine weitere Ausweitung des Falles? Also auch da möchte ich auf das verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ob hier weitere Mittäter genannt sind, würde ja darunter fallen, was ich vorhin gemeint habe, also, dass ich nicht bekannt geben möchte. Genauso wenig, ob hier weitere österreichische Sportler im Rahmen welcher Sportarten auch immer aufgefallen sind. Und wenn ich Ihnen jetzt die Sportarten im Wintersport sage, die außer dem Langlauf hier noch betroffen sind, dann könnte man vielleicht auch gewisse Rückschlüsse ziehen. Das möchte ich momentan auch noch nicht ermöglichen. Christoph Becker, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zwei Fragen. Zum einen hat es ja offensichtlich ein geschäftliches Verhältnis nach Österreich gegeben, wo diese Gerätschaften erworben wurden. Haben Sie Erkenntnisse dazu, ob es da auch vor dem Zeitpunkt des Verfahrens gegen diese Person in Österreich schon geschäftliche Beziehungen gab und gegebenenfalls es auch ein Nebenerwerb gab des beschuldigten Arztes, der damals ja bei einem Radsportteam engagiert war? Und zweitens, haben Sie erwähnt, dass es auch Langstreckenflüge nach Hawaii gab? War das eine einmalige Sache oder wissen Sie, war das ein jährlicher Auftrag? Also sagen wir so, der Wettbewerb auf Hawaii findet sicher mehr als einmal im Leben statt. Also ich würde sagen, findet jährlich statt. Ansonsten sind wir wieder so weit an dem Punkt, wo wir halt einfach, wo wir jetzt in Bereiche reingehen. Natürlich ist der Plan, auch in die Vergangenheit zurückzugehen, also den Punkt zu ermitteln, wo dann ein Arzt, der eigentlich hier eine legale Ausbildung oder einen bis dahin tadellosen Lebenslauf hat, warum der dann in die Illegalität abbiegt. Aber da jetzt zu sagen, was war zu seiner Zeit als Betreuer eines Radsportteams, ist die Zeit noch nicht gekommen. Kattenbeck nochmal vom Bayerischen Rundfunk. Auch zwei Fragen. Mal die Zelle Schmidt. Muss man denn befürchten, dass es überall in Europa, in jedem Land entsprechend solche Zellen gibt und man da ja nur die Spitze eines Eisbergs berührt hat? Zum einen und zum anderen nochmal das Thema Kronzeugenregelung. Der Herr Dürr wäre ja unter Umständen einer, der jetzt dann auch noch zugegeben hatte, dass er
auch noch gedopt hatte, als er schon zugegeben hatte. Ist das dann rechtlich auch problematisch, auch zu diesem Thema? Hätte ich gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen, wie es jetzt auch mit ihm und dieser Kronzeugenregelung weitergeht. Also mit den weiteren Zellen Deutschland und europaweit schließe ich mich meinem Behördenleiter an, der schon gesagt hat, wir wollen uns hier an die Fakten halten und nicht spekulieren. Da wird relativ viel spekuliert. Also wir haben, ich halte es durchaus für möglich, aber wir ermitteln jetzt in dem Zusammenhang mit dieser, nehmen wir es mal, Erfurter Zelle, und wenn dann weitere Zellen in den Fokus geraten sollten, dann würden wir auch insoweit dann die Ermittlungen ausdehnen. Und die zweite Frage zur Kronzeugenregelung, also eigentlich ist Johannes Dürr ja nicht der klassische Kronzeuge, der in diesen Genuss dieser Regelung kommen würde, weil er nämlich sich ja gar nicht strafbar gemacht hätte. Also zum Zeitpunkt, als wir ihn vernommen haben in Innsbruck, ging es um Taten aus den Jahren 2013 und 2014. Die waren aus Sicht des Sportlers damals unter dem Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes noch nicht strafbar. Also insoweit hat er gar keine Strafmilderung, die er sich hätte erkaufen müssen, weil es die Sache ohnehin nicht strafbar war. Und der Umstand, dass jetzt im Nachhinein Taten ermittelt wurden, indem er sich auch strafbar gemacht hat, ist halt die Frage, ob er erst gekommen ist und sich gestellt hat. Dann wäre es ein Fall für die Kronzeugenregelung. Wenn die Ermittlungsbehörden diese Taten aber schon gewusst haben sollten, also sprich die österreichischen Kollegen zum Zeitpunkt dieses Geständnisses auch schon gewusst haben sollten, dass er im Jahr 2018 noch gedopt hat, dann wäre das Ganze ein normaler Fall für die normalen Strafzumessungsregelungen. Noch eine kurze Nachfrage, Herr Gräber. Sie haben ja aus den genannten Gründen gesagt, dass Sie sich zu den Details der Vernehmung von Herrn Schmidt nicht äußern wollen. Damit also auch nicht zu Namen von Sportlern. Aber können Sie bestätigen, da Herr Schmidt ja über seinen Anwalt hatte verkünden lassen, dass er vollumfänglich kooperieren würde, ob das heißt, dass er Namen genannt hat von Kunden von ihm, oder deckt sich das mit der Zahl der 21, die Sie genannt haben? Können Sie da zumindest sagen, hat er quasi vollumfänglich kooperiert, hat er Namen von Kunden genannt? Also auch dazu möchte ich zum derzeitigen Zeitpunkt konkret nichts sagen. Ich würde es am liebsten bei den Informationen belassen, die insoweit gerade schon von mir genannt worden sind. Schneider Bild nochmal. Zu den Olympischen Winterspielen, können Sie sagen, wie viele Personen aus dem Netzwerk von Herrn Schmidt in Korea vor Ort waren? Das kann ich sagen. Eine Person. Warum waren zwei Personen? Herr Gräber, Andreas Kuppel vom Rennradmagazin Tour. Ich hätte zwei Fragen. Erste Frage, Sie haben die Operation Puerto angesprochen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie in diesem Verfahren die Blutbeutel alle Einzelpersonen zuordnen können? Und die zweite Frage wäre, wie eng ist denn die Kooperation bei dem ganzen Verfahren mit der NADA Deutschland? Zur Frage 1, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Blutbeutel werden zuordnen können. Ich glaube auch, dass wir die Blutbeutel schon werden zuordnen können, ohne DNA-Abgleich zu benötigen, und dieser DNA-Abgleich dann letztendlich nur dazu dienen wird, diese Zuordnung nochmal zu bestätigen. Die zweite Frage habe ich jetzt leider nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Die zweite Frage war, zusammen mit der NADA. Ja, die ist tatsächlich sehr eng. Also ich habe mich auch heute Vormittag nochmal mit dem Herrn Dr. Morziffer zusammengesetzt und ein paar Sachen besprochen. Die NADA hat ja auch Anzeige erstattet in diesem Fall, und praktisch am selben Tag, als dieser Beitrag ausgestrahlt worden ist. Wir tauschen uns, also die Zusammenarbeit war schon vorher intensiv, aber wir tauschen uns natürlich jetzt im Rahmen dieser Ermittlungen öfters auf. Genauso dann die NADA, die WADA, habe ich jetzt am Freitag mit dem Chefermittler einen Termin gehabt. Also da schon die Behörden versuchen, also die Organisationen versuchen halt schon dann auch mit uns uns zu unterstützen bei unseren Ermittlungen. Herr Moritz Leikamp von der Bild, ich hätte noch eine Frage zu der Razzia. Sie haben gesagt, dann festgenommen worden in dem Apartment. Baldorf, glaube ich, hat erzählt, dass er in der Loipe erwischt wurde. Wo haben Sie die anderen zwei Sportler dann aufgefunden? Und sollten die Transfusionen alle in dem gleichen Apartment stattfinden, oder war das irgendwie parallel geplant? Also jetzt ohne jetzt in die Ermittlungen der österreichischen Kollegen einzugreifen, Baldorf sollte an dem Rennen meines Wissens gar nicht starten. Also wurde dann nicht, war also nicht einer derjenigen, die an diesem Tag diese Anwendung bekommen sollten. Es waren vor Hauke zwei Esten in einem anderen Objekt,
und danach hätte die Haupttäterin noch einen Kasachen behandeln sollen, ihn wiederum einem anderen Objekt. Herr Gräber, Claudio Catonio von der Süddeutschen Zeitung. Angeklungen, dass die Schwerpunktstaatsanwaltschaft auch lernen musste, Strukturen verstehen nach der Gründung und so weiter. Jetzt ist es ein sehr, sehr großes Spitzensportverfahren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch, sagen wir mal, daraus grundsätzliche Erkenntnisse für Ihre Arbeit auch ableiten und ableiten müssen. Sie haben aber auch gerade Verjährungsfristen angesprochen. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wie legen Sie dieses Verfahren an, wenn man sagt, okay, da stößt man irgendwo drauf, ist verjährt, hört man dann auf mit den Ermittlungen oder sagt man auch vielleicht, um sich als Behörde irgendwie weiterzubilden, macht man da dann trotzdem weiter? Oder wo ist denn dann Schluss? Wo sind die Begrenzungen? Wer kann sich sicher fühlen, möglicherweise einfach aus formalen Gründen? Ja, sagen wir so, grundsätzlich sind wir gehalten, bei einem Anfangsverdacht von Straftaten einzuschreiten. Und wenn der Anhaltspunkt besteht, dass die Straftat verjährt ist, würden wir grundsätzlich ja nicht großartige Ermittlungen noch tätigen. Sicher sind Fakten von Interesse, die auch aus verjährten Zeiten stammen, gerade in dem Bereich, um halt auch gegebenenfalls Zusammenhänge begreifen zu können. Weil man ja feststellt, dass Personen, die in irgendeiner Ecke gerade verschwunden sind, an einer anderen Ecke wieder auftauchen. Und insofern schon interessant ist auch zum Beispiel die Geschichte mit der Blutzentrifuge von dem österreichischen Staatsangehörigen. Der Vorgang ist ja wohl auch strafrechtlich in einer Zeit gelaufen, die zumindest nach unserem Recht verjährt wäre. Aber das ist natürlich auch von Interesse, einfach um diese Gerätespur der Geräte nachzuverfolgen. Peter Nindler, noch einmal Tiroler Tageszeitung. Sie haben jetzt erwähnt, diesen österreichischen Sportmanager, der gesagt hat, ich gebe dir die Zentrifuge, mach was du willst. Jetzt kommt heraus, er hat ihm mehr gegeben als die Zentrifuge, sondern auch den Kühlschrank um 50.000 Euro. Wird auch gegen den ein bisschen ermittelt oder sagt man, okay, zwei österreichische Kronzeugen, Dürr und Matschiner, okay. Also ich führe derzeit keine Ermittlungen gegen den Herrn Matschiner. Gibt es da einen Straftatbestand, wo man sagt, hoppala? Also ich hatte gerade gesagt, 2010 ist natürlich ganz schön lang her. 2013, 2014 mit Dürr war schon relativ lang zurück. Also da war es eher knapp. Aber 2010 ist schon ganz schön alt. Grüß Gott, Ecker von der Austria Presseagentur. Ich hätte zwei Fragen bitte. Einerseits, welcher Strafrahmen droht dem Hauptbeschuldigten nach den bisherigen bekannten Vorfällen? Und die zweite Frage, sind in der Garage oder in einem anderen Ort auch andere Substanzen, verbotene Substanzen gefunden worden? Also dem Hauptbeschuldigten oder den fünf Beschuldigten liegen Taten zur Last, die mit einem Strafrahmen von Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu 10 Jahren pro Tat bewährt sind. Das zum Strafrahmen. Es gibt tatsächlich Erkenntnisse, dass hier nicht nur Eigenblutdoping betrieben worden ist, sondern dass auch andere Präparate eine Rolle gespielt haben. So sollen hier Wachstumshormone weitergegeben worden sein, auch noch Präparate, die wir bislang noch nicht genau identifiziert haben. Dann habe ich noch eine Frage. Herr Gräber, zum Verständnis. Wenn es nur so und so viele Blutbeutel gibt, 40 bis 50, und wir davon ausgehen, dass der Herr von 2011 an diesem Handwerk nachgegangen ist und es dann wahrscheinlich aus dieser Zeit keine Blutbeutel gibt, möglicherweise aber anderes Beweismaterial. Erstens, gibt es anderes Beweismaterial, das möglicherweise ausreichend ist, um Fälle zu verfolgen, jetzt unabhängig von der Verjährung? Und zweitens, wenn es das gibt, wie gehen Sie damit um? Es gibt natürlich, also völlig recht, die Anzahl der Blutbeutel ist begrenzt. Und nachdem nicht jeder Blutbeutel, also das heißt, bei 45 Blutbeutel sind 45 Athleten, sondern da mehrere Blutbeutel sind auch Athleten hier im Fokus, von denen wir keinen Blutbeutel gefunden haben. Aber Patientendaten zum Beispiel? Es gibt diverse Unterlagen, die wir uns anschauen und prüfen werden, sodass wir also gegebenenfalls auch, ja, Aussichten haben, Personen zu identifizieren oder zu verfolgen, von denen wir jetzt keine Blutbeutel sichergestellt haben. Die Taten aber dann verjährt wären, wenn es sich um Sportler handelt. Und außerdem gab es kein Anti-Doping-Gesetz im Jahre 2011 und 2012. Die halt ab dem Inkrafttreten des Anti-Doping-Gesetzes dann verfolgt werden könnten, davor aber nicht strafbar wären.
Ich würde jetzt gerne noch zwei, drei Fragen zulassen und dann würde ich Ihnen gerne anbieten, wie versprochen, O-Töne zu machen. Bei der Gelegenheit könnten Sie natürlich weitere Fragen stellen, aber ich denke, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja? Die drei, die sich gerade noch gemeldet hatten, genau. Dann fangen wir mit Ihnen an, Frau Guillaume, Sie die Letzte dann. Christoph Nister, Kronenzeitung. Herr Gräber, Sie haben 21 Namen, oder Sie haben gesagt, 21 Sportler sind betroffen. Einige davon sind schon aufgeflogen. Gibt es denn einen ungefähren Zeitrahmen, bis wann die Blutbeutel analysiert sind, bis wann diese verbliebenen Sportler dann auch offiziell als Doper oder Dopingsünder überführt werden können? Einen konkreten Zeitpunkt kann ich da nicht nennen. Wie gesagt, die Ermittlungen sind soweit zwar ein Stück weit fortgeschritten, aber noch nicht in dem Rahmen, dass wir da schon an konkrete Maßnahmen denken würden. Ist sicher nicht im Bereich von wenigen Tagen mit irgendwas zu rechnen. Christoph Becker, FAZ nochmal. Können Sie was dazu sagen, weil Sie von 21 Athletinnen und Athleten sprachen, um wie viele Sportlerinnen es sich handelt dabei? Also zur Anzahl der Sportlerinnen möchte ich auch nichts sagen, weil man da vielleicht auch wieder rückschließt. Aber es ist ein kleiner Prozentsatz dieser 21 Athleten. Ja. Frau Guillaume, die letzte Frage bitte für heute. Warum glauben Sie, hat sich trotz der Dürr-Doku, warum haben sich der Arzt und die Sportler so sicher gefühlt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Vor allem, weil man auf der einen Seite ja auch aus dem einen Telefonat gehört hat, dass ja die Beweismittel offensichtlich, die mit Dürr zusammengehängt haben, vernichtet hat. Hat er ja dem einen Anrufer, was ihn dann auf der anderen Seite, also sie haben sich ja dann auch in einem anderen Telefonat sich gegenseitig vergewissert, dass die Taten dann jetzt, nachdem die Strafverfolgungsbehörden nicht bei ihnen auf der Matte gestanden haben, dass die Taten verjährt sind, waren also sehr, sehr euphorisch und erfreut über diesen Umstand, haben aber parallel dazu weiterhin ihre Straftaten begangen. Das ist tatsächlich, kann ich mir nicht erklären. Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln uns vielleicht für die O-Töne, sodass Sie also mit mehreren Mikrofonen gleichzeitig die O-Töne abnehmen könnten. Wir würden mit denen des Herrn Ministers beginnen, bitte. Am besten würde ich sagen, im Stehen. So, herzlichen Dank. Ja, machen wir nach. Die Bild-Zeitung. Hallo, für Sie.